So, hallo, hier ist der Helmut Kess, ich bin Hausarzt und wir machen unsere Samstagskundgebung seit 3 Monaten ungefähr, jede Woche. Das geht um das Thema Frieden. Es geht eigentlich um eine friedliche Weltrevolution. Und dazu machen wir die Veranstaltung zwischen 11 Uhr und 12 Uhr. Okay, also die Frage ist, ob irgendjemand Lust hat, einen ersten Vortrag zu halten oder irgendwie irgendwelche Thesen zu äußern oder sowas. Ja, willst du mal was sagen? Okay, Michael. Danke, Helmut. Mein Name ist Michael Köllisch. Ich wollte, wie jedes Mal, auf die Rüstungsausgaben eingehen. Und zwar soll unser Rüstungsetat ja erhöht werden von um die 30 Milliarden Euro auf die in die 80er, in die unteren 80er Milliarden hinein. Wir sollen also 2% unseres Bruttoinlandsproduktes in Zukunft für Rüstung ausgeben. Man muss sagen, dass die NATO insgesamt bereits 910 Milliarden Dollar in Rüstung ausgibt. Und jetzt sollen wir das also nochmal erhöhen. Da muss man sich fragen, ist das wirklich notwendig? Was gibt denn zum Beispiel Russland für die Rüstung aus? Tja, das sind gerade mal so um die 60 Milliarden Dollar. 60 Milliarden gegen 910 Milliarden. Und wir sind von denen so untergebuttert, dass wir jetzt unsere Rüstungsausgaben noch erhöhen müssen, obwohl hier die Straßen Löcher kriegen und die Schulen verschimmeln. Das kann nicht sein. Dagegen müssen wir protestieren. Das kann in diese Richtung nicht weitergehen. Gut, dann werde ich jetzt noch mal ein paar Thesen zur friedlichen Weltrevolution äußern. Und zwar, die Menschheit wird durch ihren Erfindungsreichtum immer reicher. Das ist eigentlich eine Tatsache. Seit 200 Jahren wird die Menschheit immer reicher. Wir wären nicht imstande, jetzt 8 Milliarden Leute oder 7 Milliarden Leute zu sein, wenn wir nicht schon viel reicher wären, als wir jetzt vor 200 Jahren waren. Also von daher, sie wird immer reicher und die Erfindungen gehen ja immer weiter. Der Automatismus, die Robotisierung und so weiter. Gleichzeitig besteht die Gefahr der Selbstvernichtung. Die Selbstvernichtung durch einen Atomkrieg, hat Einstein schon vor 60 Jahren gesagt, dass eben wir gefährdet sind durch einen großen Atomkrieg, dass wir von der Selbstvernichtung gefährdet sind und dass es eine Katastrophe ist. Wir müssen also auf das Prinzip von Willy Brandt zurückkehren mit der gemeinsamen Sicherheit. Das ist also gut. Das ist meine These. Wir müssen deswegen daran denken, nicht nur an die eigene Sicherheit, wir müssen auch an die Sicherheit der anderen Völker, auch unserer Gegner denken. Wir müssen also ein gesamtes Menschheitsdenken anfangen, damit wir das hinkriegen. Ein anderes Problem ist das Problem des Krieges zwischen Reich und Arm. Das ist ja das bekannte Zitat von Warren Buffett, der sagte, dass der wichtigste Krieg heutzutage ist der Krieg zwischen Reich und Arm und wir, die Reichen, gewinnen ihn. Und das ist leider eine Tatsache, die im Moment so läuft. Also im Moment werden die Reichen immer reicher, also von daher ist das gar nicht so unwahr. Und sie machen eben immer mehr Sachen, um ihren Reichtum zu verteidigen. Das heißt, insbesondere haben sie einen wesentlichen Einfluss auf unsere Leitmedien. Unsere Leitmedien sind nicht sehr zuverlässig. Sie sagen nicht die Wahrheit oder sie unterdrücken die Wahrheit. Sie lassen wesentliche Dinge weg. Dann haben sie Thinktanks, große Thinktanks mit viel Geld, die halt dazu da sind, um uns zu beeinflussen, um unser Denken zu beeinflussen. Und das andere ist, dass sie unsere Parlamentarier mit kräftiger Lobbyarbeit ständig bearbeiten. Das sehr geschickt machen. Also die Parlamentarier merken das gar nicht so sehr, weil sie das Gefühl haben, dass die Leute ihnen helfen, dass die Wirtschaftsvertreter sozusagen ihnen gut tun, aber sie tun ihnen nicht gut, sondern sie versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Wir müssen uns deswegen dagegen auflehnen und jede Möglichkeit dazu nutzen, um gute Leute an die Spitze zu bekommen und so weiter. Wir stehen hier, um ein bisschen was für den Frieden zu tun. Ich bin Vertreterin des Friedenszentrums Braunschweig, möchte Werbung dafür machen. Wir sind ein Verein, an dem man
herzlich gerne mitarbeiten kann. Ich habe hier unsere nächste Veranstaltung anzukündigen. An diesem Donnerstag, den 16., haben wir einen Referenten in Braunschweig, der über die Entwicklung in China spricht. Wir kümmern uns vom Friedenszentrum natürlich nicht nur um die Braunschweiger Politik, sondern wir sind ziemlich weltweit aufgestellt, immer unter der Vorgabe, wie können wir den Frieden erhalten, was können wir als Laien, als Bürger dazu tun, dass mehr aufgeklärt wird, dass der Frieden erhalten bleiben kann. Also ich sage nochmal, an diesem Donnerstag kommt ein Referent, der heißt Meier Kuckuck, und der spricht über das Thema China, wohin entwickelt sich China. Wir vom Friedensbündnis machen alle 4 Wochen einen Vortrag mit verschiedenen Referenten und Themen, die zu der aktuellen Politik passen. Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen. Mein Name ist Brigitte Kornstein-Gülde. Ich wohne hier in der Nähe oder am Rande der Innenstadt und beteilige mich hier regelmäßig an den Friedenskundgebungen. Ich bin daran interessiert, so wie Helmut Kees, der das Ganze hier initiiert hat, dass wir ganz viele Menschen gewinnen, die sich uns anschließen und die für den Frieden sind. Und wir müssen etwas tun. Es reicht nicht, wenn wir nur sagen, ja, ich bin für den Frieden. Wir müssen etwas tun. Und allein reicht auch nicht. Wir brauchen viele, viele Menschen, die sich interessieren und die bereit sind, aufmerksam zu machen, um dieses Unrecht, was in dieser Welt geschieht, zu verkleinern wenigstens. Wir werden es wahrscheinlich nicht ganz beseitigen können, aber um es wenigstens zu verkleinern. Heute haben wir strahlend blauen Himmel mit Wolken, und das ist eigentlich nicht der Tag, an dem ich über Hiroshima spreche. Das mache ich normalerweise nur bei wolkenlosem Himmel. Aber gestern Abend hatten wir den Hiroshima-Gedenktag, und deshalb sage ich heute etwas dazu. Am 6. August bei wolkenlosem, strahlend blauen Himmel um 10 Uhr wurde die erste Atombombe, die überhaupt abgeworfen wurde, 1945, weiß ich, ob ich das eben gesagt habe, auf Hiroshima abgeworfen und 3 Tage später am 9. August über Nagasaki. Das ist ungeheuerlich, und seitdem werden immer und immer wieder Atombomben gebaut und wir könnten die Welt vernichten. Ich habe gerade heute Morgen ganz kurz etwas von dem Herrn Gerst gelesen, der ja zurzeit im All ist und unsere Erde von oben betrachtet. Und der sagt, man kann alles ganz genau sehen. Die Trockenheit, wie wenig Grün noch am Amazonas ist, weil die ganzen Bäume gerodet werden. Sagt er, ich kann sehen, wenn Bomben abgeworfen werden und wie klein unsere Erde eigentlich ist. Und wir handeln im Moment oder seit längerem schon so, dass wir uns den Ast, auf dem wir sitzen, selber absägen. Und das möchte ich ändern. In unser aller Interesse, dass diese Erde weiterhin bewohnbar bleibt oder wieder bewohnbarer wird. Wir sehen nur den kleinen Ausschnitt, ich auch, und wir müssen lernen, das große Ganze zu sehen. Und es ist so sinnlos, so viel Geld für Waffen auszugeben, von unserem Geld, und mit diesen Waffen werden wir dann auch noch getötet. Das ist sowas von verrückt. Dass es ja für mich immer wieder gar nicht zu fassen ist. Ja, und so freue ich mich, wenn wir hier ganz viele werden und jeder Einzelne
Mund-zu-Mund-Propaganda macht und sagt, dass wir hier jeden Samstag ein offenes Mikrofon haben und jeder hier sprechen kann, seine Meinung sagen kann und aktiv werden kann. Das war es im Moment erstmal von mir. Vielen Dank. Ich bin der Reinhard Schmidt, bin auch im Ruhestand, Rentner. Und ich wollte auch einen Beitrag bringen. Wir hatten ja gestern den Gedenktag Hiroshima, Nagasaki. Und da wurde im Einzelnen auch über Kinder gesprochen, die da ums Leben gekommen sind. Und dann denke ich natürlich auch gleich an den Schulbus in Jemen, der von den Saudis angegriffen wurde und die dann hinterher gesagt haben, das wäre völkerrechtlich gedeckt, eine humanitäre Sache. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht mit. Und deswegen wollte ich mal eine kleine Historie bringen. Vielleicht erratet ihr, worum es geht. Also es geht um eine 60 Jahre Bilanz. Korea und China 1950 bis 1953. Guatemala 1954. Indonesien 1958, Kuba 1959 bis 1961, Guatemala 1960, Kongo 1964, Laos 1964 bis 1973, Vietnam 1961 bis 1973, Kambodscha 1969 bis 1970, Guatemala 1967 bis 1969, Grenada 1983, Libanon 1983 bis 1984, Libyen 1986, El Salvador 1980, Nicaragua 1980, Iran 1987, Panama 1989, Irak 1991, Kuwait 1991, Somalia 1993, Bosnien 1994, Sudan 1998, Afghanistan 1998, Jugoslawien 1999, Jemen 2002, Irak 1991 bis heute, Afghanistan 2001 bis heute, Pakistan 2007 bis heute, Somalia 2007 bis heute, Jemen 2009 bis heute, Libyen 2011, Und na, wer wohl? Wer war das? Klar, das war die USA in Verbindung mit der NATO. Und da kann ich die Forderung voll verstehen und ich kann ja auch unterstützen, dass Deutschland, das sich ja auch überall beteiligt hat, und wenn es auch nur durch Aufklärung ist, beteiligt sich an Kriege, dass Deutschland aus der NATO raus soll. Danke, mein Beitrag. Zu deinem Beitrag, der ist sehr gut. Also hast am Ende ja zu was zu Deutschland noch gesagt. Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass man eben nicht zu stolz sein sollte. Wir als Deutsche sind die Weltmeister im Morden. Wir haben 60 Millionen Leute in 6 Jahren umgebracht. Das haben die Amis nicht geschafft. Die haben 30 Millionen in 70 Jahren umgebracht. Also viel weniger als wir. Jedenfalls im Spitzenmorden waren wir absolut spitze. Von daher, das ist so, also das war nur mal so, damit man eben nicht sagt, ja, die Amis sind schlimm. Das ist ein allgemein menschliches Verhalten. Wenn jemand an der Spitze steht, dann will er an der Spitze bleiben. Und dann versucht er eben mit Imperialismus und so weiter. Und wir haben der einzige imperiale Staat, den wir im Moment haben, ist die USA. Aber sie müssen sich schon mit der Nordatlantischen Allianz zusammenschließen, damit sie den Status halbwegs halten können. Und China arbeitet sich trotzdem an ihnen vorbei. Das ist also eine interessante Geschichte. Ich wollte noch mal auf den Zustand unserer Demokratie eingehen. Ich fühle mich, und anderen geht es möglicherweise auch so, nicht wirklich vertreten von unseren Parteien. Als Beispiel noch mal, Sie kennen das schon. Man ist für den Frieden und wählt die Grünen. Was passiert bei der ersten Regierung mit Grünenbeteiligung, SPD, Grüne, wird die Bundesrepublik Jugoslawien angegriffen. Die haben uns nichts getan. Wir haben fälschlich behauptet, die würden da jetzt Konzentrationslager aufmachen. Das ist eine nachgewiesene Lüge. Und haben die daraufhin bombardiert und den Staat zerschlagen. Anderes Beispiel, man ist für soziale Gerechtigkeit und wählt die SPD. Was passiert? Als nächstes wird die Agenda 2010 eingeführt
und der größte Niedriglohnsektor in Europa wird eröffnet. Das haben die SPD-Wähler sicherlich so nicht im Sinn gehabt. Ich denke, das ist ein Problem unserer repräsentativen Demokratie, die eher ein Schutz vor Demokratie ist, als eine wirkliche Demokratie zu sein. Weil wir geben unsere Stimme ab, wählen damit unsere Vertreter und die machen mit der Stimme, was sie wollen. Und vielleicht auch ein bisschen, was die Lobbyisten wollen. Ja. Und was wir machen müssen, wäre wieder mehr etwas direkte Demokratie einzuführen. Das sollten wir versuchen. Das wäre mit den heutigen elektronischen Medien sicherlich möglich. So, dass, es gibt zum Beispiel die Democracy App, wie das Wort Demokratie auf Englisch. Unter democracy-deutschland.de kann man die anstehenden Bundestagsentscheidungen einsehen und so zum Spaß darüber auch abstimmen. Jetzt im Moment sind das so bis zu 2000 Leute, die da abstimmen. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber die wenigsten von denen sind für eine Beteiligung an Kriegen. Während der Bundestag mit allen wichtigen Parteien, auch mit den Grünen, immer für die Kriegseinsätze ist, wird in dieser App dagegen gestimmt. Interessant würde es ja jetzt sein, wenn dann nicht 2000, sondern 20 Millionen dran teilnehmen. Das wäre sicherlich ein Gegengewicht zum Votum des Bundestages, an dem sich unsere Abgeordneten sicherlich auch ein Stück orientieren müssten. Danke. Da wir gerade von Parteien gesprochen haben, ist mir auch ein Artikel aufgefallen von Gerhard Spörl. Ich denke, das wäre ein Transatlantiker. Aber er hatte eine Meinung zur Sammlungsbewegung Aufstehen und sagte, gut, dass sich Parteien verändern. Die FDP war immer mal eine neoliberale Partei, in der Nazis eine Heimstatt fanden. Ich meine, die ehemals Praktizierenden sind längst ausgestorben, sonst wäre das heute noch so. Dann die CDU war mal eine katholische Partei mit bigotten Einschlag. Auch hier gibt es eine... Ja. Auch hier gibt es ein Generationsproblem. Die SPD war mal eine linke Partei, die erst Wahlen zu gewinnen begann, als sie ihren Frieden mit der Anbindung an den Westen und dem Kapitalismus geschlossen hatten. Spörl kennt sicher den Spruch, für Geld kann man alles kaufen, Freunde, eine Mutter und so weiter. Erinnern wir uns an den Stimmgewinn von Schulz bis zur Erkenntnis, dass alles beim Alten bleibt. Die Linke, in der Linken der SPD, bei den Grünen träumt man davon, dass sich ein deutscher Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders findet. Das sind rechtschaffene Männer, die ihre geballte Faust in den Himmel recken und für das Gute, Schöne und Wahre eintreten. Sarah Wagenknecht ist die junge, feminale Antwort auf die beiden älteren Herren. Das ist ein wichtiger Vorteil. Auch sie tritt für friedliche Außenpolitik ohne Waffenexporte und Interventionen ein und sorgt sich um die Armen im Land. In dieser Welt kommt, sagt dann Spörl, in dieser Welt kommt nicht vor Syrien, Iran, Saudi-Arabien etc. Nicht einmal die deutsche Automobilindustrie, ihre wenig linksmoralischen Ausflüge in eine eher rechte Flüchtlingspolitik unterlässt Wagenknecht jetzt vorsorglich. Das ist eine Unterstellung, sage ich, und soll den Leser auf eine falsche Fährte führen. Die Aussage war nämlich anders. Die war nämlich so, Sarah Wagenknecht, also auch sie tritt für eine friedliche Außenpolitik ohne Waffenexporte, Interventionen ein und sorgt sich um die Armen im Land. Denn damit wird gezeigt, wie wichtig und welchen Stellenwert der Frieden in der Bewegung Aufstehen hat. Danke. Ja, ich wollte auch gerade noch mal ein bisschen auf die Stichworte eingehen, die gerade gefallen sind. Also die Kritik an der parlamentarischen Demokratie, die Michael und Reinhard beide geäußert hatten, das ist ja auch völlig richtig. Andererseits muss man sagen, es war vorher im Absolutismus war es noch schlimmer. Also von daher, man hat schon ein bisschen mehr Macht an das Volk herangelassen. Und das ist es jetzt so, jetzt wird das Volk
das Volk wird halt dumm gehalten durch die Propaganda. Die Propaganda läuft im Moment voll auf vollen Touren und damit werden die Leute dumm gehalten. Und das an sich haben die Leute die Möglichkeit, andere Parteien zu wählen und sie können auch immer wieder protestieren. Also in Bolivien, du redest einfach weiter, ich rede mit dir. Ja, ich meine, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also, genau. Okay, gut, dann gebe ich mal wieder weiter. Also wie gesagt, die Demokratie ist so gut wie Demokraten. Demokraten haben wir im Moment nicht viele, weil die Leute fast alle durch die Propaganda abgewählt worden sind. Aber damit kannst du mit keiner Bevölkerung irgendwas machen. Eine gewaltsame Revolution ist noch idiotischer. Also von daher muss man versuchen, den Weg, den wir hier versuchen. Gell? Und das muss man halt immer wieder versuchen. Und es klappt auch ab und zu, klappt es ja auch mal. Also zum Beispiel sagte mir der Thorsten Stelzner, als ich ihn vorhin angerufen hatte und sagte, ja, Kundgebung und wir wollen doch einen Umzug machen. Und er sagte, ist egal, also ein Umzug, wir haben eine Kundgebung in Hannover gemacht, da waren 3 bekannte Leute, Dieter Dehm dabei und da waren über 1000 Leute bei einer reinen Kundgebung. Also ja, und deswegen hat er gesagt, was macht ihr einen Umzug? Aber gut, also wir werden überlegen, ob wir den ein bisschen noch reduzieren können. Also von daher, die Kundgebungen sind schon eine Möglichkeit, weiterzukommen, aber wir müssen halt die Leute auch ansprechen und wir müssen die Leute auf da, wir müssen auch richtig Reklame dafür machen. Die Almut zum Beispiel müsste auch zuhören, weil das ist ein wichtiges Thema, aber wir können natürlich auch, ist nachher weniger öffentlich nochmal bei der Pizzeria nochmal diskutieren. Aber mal schauen, man hat immer nur begrenzte Zeit, man kann immer nur, ja, die Zeit läuft einem weg und man muss überlegen, was ist jetzt wichtig, was kann man jetzt betonen. Okay. Ja, vielleicht willst du mal was sagen, Elke, das wäre doch toll. Ja. Danke, Helmut. Mein Name ist Elke Schrage und ich möchte daran erinnern, dass wir gestern an der Oker den Gedenktag für Hiroshima in Braunschweig begangen haben. Wie in vielen anderen Städten auch. Solche Tage bieten immer Anlass, den Wahnsinn von Kriegen näher zu begreifen. Dort mit den Lichtern auf der Oker der 70.000 sofort verbrannten und getöteten Menschen zu gedenken und der 100.000, die diesen Weg dann noch über Tage und Wochen nachfolgen mussten, ist ein Weg der Einkehr und einzusehen, was Kriege bedeuten. Andererseits leben wir in der Schizophrenie, dass immer noch 1800 Atomwaffen weltweit in Alarmbereitschaft sind und innerhalb von Minuten einsatzfähig sind. Und obwohl alle Menschen, die Zeitung lesen oder sich informieren, wissen, wie instabil die Weltpolitik zurzeit ist, gibt es kaum eine Friedensbewegung, wie wir sie hier an diesem Ort 2002 noch vor dem Irakkrieg hatten. Wir wissen alle, dass die Aufrüstung gegen Iran anläuft. Wir wissen alle, welche Atomwaffen es noch gibt. Auch in Deutschland stehen Atomwaffen in Büchel. Die sind zwar amerikanisch, aber über die Teilhabe der NATO auch deutschen Militärs zugänglich. Weltweit wird weiterhin auch atomar aufgerüstet in der Richtung, dass Mini-Nukes als taktische Waffen einzusetzen sind. Wir haben uns leider daran gewöhnt, dass Atomwaffen für Abschreckung stehen. Aber die neuen Militärgedanken sind seit längerem, auch taktisch Atomwaffen einsetzen zu können. Doch viel. Ja, die Dame hat natürlich recht, man kann hinterher gar nichts mehr machen. Und da müssen wir auch als Ärzte sagen, wir werden euch nicht helfen können. Die Überlebenden werden die Toten beneiden, was einen Atomkrieg betrifft. Die Vorstellung, mit taktischen Atomwaffen begrenzbare Kriege zu führen, ist völliger Schwachsinn. Auch zivile Atomenergie tötet und auch natürliche Atomenergie tötet, was man in den Schriften des Strahlenschutzamtes nachlesen kann.
dass auch natürliche Atomenergie mehr Todesfolgen hat als zum Beispiel der Straßenverkehr in Deutschland. Das sind Dinge, die kaum bekannt sind. Darauf noch atomare Verstrahlung draufzusetzen, ist im Grunde eine Kriegstaktik und ein Kriegsverbrechen an Zivilbevölkerung. Das Friedensbündnis trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat und freut sich sicherlich über alle Interessierten, die sich informieren möchten, nicht nur in ihrer Lokalzeitung, sondern die sich mit anderen austauschen möchten. Welche Informationen brauchen wir, um diese Kriegslogik zu durchkreuzen? Und Kriegslogik durchkreuzen heißt vor allen Dingen auch verstehen, angesichts der Atomkriegsgefahr, welche Folgen moderne Kriege haben würden, die zu 95% Ziviltote verursachen und nur noch wenig Militärfolgen haben. Und die zukünftigen Drohnenkriege werden das natürlich fortsetzen. Diese Kriege beinhalten grundsätzlich Verbrechen an der Zivilbevölkerung in einem Ausmaß, wie die alten Kriege sie nicht gekannt haben. Darum würde ich in Erinnerung an Hiroshima und Nagasaki wirklich alle aufrufen, nicht nur Gedenktage zu veranstalten, sondern auch Protesttage und Protestveranstaltungen wie das hier ist. Ich danke fürs Zuhören. Schönen guten Tag. Europas Frieden und Freiheit wird bedroht. Der erste Angriff im Jahr 2016 von Nationalisten, Populisten hat Erfolg. Mit einem knappen Wahlergebnis beschlossen die Briten den Austritt aus der Europäischen Union. Der zweite Angriff der rechtsextremen Partei Front National in Frankreich wurde abgewehrt. In Ungarn, Polen, Tschechien und Österreich gewannen nationalistische Parteien die Regierungsmehrheit, zuletzt auch in Italien. In fast allen anderen europäischen Staaten haben sich gleichartige Parteigruppierungen etabliert, wie die AfD in Deutschland. In den USA, Russland haben Nationalisten die Regierungsgewalt inne. Sowohl Putin wie Trump betrachten die Europäische Union als Feinde und unternehmen alles, um sie zu schwächen. Die russische Regierung unter Diktator Putin hatte sich subversiv in die Wahlkämpfe in Deutschland und in den USA eingemischt, um Trump und die AfD zu unterstützen. Im Mai 2019 stehen Wahlen in 27 EU-Staaten zum Europäischen Parlament an. Trump-Ex-Berater Stefan Bannon will Europas Rechtspopulisten im neu gewählten Parlament als Fraktion vereinen. Von Brüssel aus wird er Geld für eine Stiftung sammeln, die deren Wahlkämpfe mitfinanziert. Russland wird sich wohl daran beteiligen oder andere Methoden wählen. Diesen Angriff auf die Demokratie, Frieden und Freiheit in Europa müssen Europäer und Europäerinnen abwehren. Danke. Okay. Das war jetzt ein Beitrag eines Menschen, den ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, woher das kam. Europäische Partei, also gut. Leonardo heißt er. Ah ja, gut, also ich meine, Diktator Putin finde ich ein bisschen übertrieben. Ich bin der Meinung, das ist kein Diktator. Unsere Merkel ist da auch ein bisschen okay. Also müssen halt alle über Populismus arbeiten und von daher okay. Gut, ja, will jemand sonst noch was beitragen? Du vielleicht nochmal.
Das war jetzt nicht die Europäische Partei, das war die Meinung eines Europäers. Ja, ja. Eines Europäers. Ah, ja. Okay. Eine europäische Partei. Okay. Okay. Meine Meinung nochmal zum 1. September. Wir haben ja auch die Friedensbewegung, um öffentlichkeitswirksamer zu werden. Könnte man mit denen zusammenarbeiten, die Friedensbewegung Info ist weiter aufgestellt wie wir. Die haben 6 Punkte, zu denen man sich bekennen muss, unter anderem auch aus der NATO austreten. Es ist aber kein Punkt dabei, wo ich sage, das würde uns unser System nicht passen. Und wenn man sich dort anmeldet, ist man gleich bundesweit mit seinen Terminen bekannt. So dass man auch mehr Teilnehmer erwarten kann, wenn eine Kundgebung kommt mit entsprechend exponierten Rednern. Danke. Okay, da können wir gleich mal nachher als 4-5 Leute Person Gruppe sozusagen für die Friedenskundgebung Samstag sozusagen abstimmen, dass wir da beitreten. Aber wir können natürlich dann auch versuchen, wir haben das jetzt am Mittwoch noch nicht gemacht, aber wir können das natürlich jetzt auch beim nächsten Treffen des Friedensbündnis machen und können auch versuchen, das Friedenszentrum und die IPPNW, also können wir versuchen, sozusagen verschiedene Organisationen, die eigentlich alle kleine Organisationen sind, aber dann doch sich ergänzen können, könnten da, zumindest klingt es dann schon mal ganz gut. Und von daher, das finde ich also auch eine gute Sache, also das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Das habe ich bisher noch gar nicht mitgekriegt, dass es diese Bewegung gibt. Okay, gut. Ja, will jemand noch was? Also jetzt der Nächste. Der Nächste zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Will noch jemand was beitragen? Niemand hört zu. Okay, ja. Willst du noch was beitragen? Du guckst so interessiert. Versuch noch mal, die Leute aufzuwecken. Die reden ja viel zu viel. Die muss die, glaube ich, die... Ja, wir haben hier eben auch vom Diktatoren gehört. Man muss aber sagen, dass auch wir ja im Grunde in einer Demokratie-Simulation leben. Wir leben im Grunde in einer Tyrannei. Denn eine Demokratie, die zeichnet sich dadurch aus, dass die Herrschenden sich an die Gesetze halten. Das Parlament wird vom Volk gewählt, klar. Das Parlament beschließt die Gesetze. Also müssen sich auch die Regierung an die Gesetze halten. Sonst sind sie Tyrannen. Unsere Regierung tut das nicht. Sie umgeht europäische Gesetze. Sie hat zum Beispiel den Maastricht-Vertrag gebrochen, in dem Banken freigekauft werden. Das Bail-out-Verbot wurde umgangen. Das Völkerrecht, was im deutschen Recht verankert ist, wurde gebrochen, zum Beispiel durch unsere Beteiligung am Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Das wollten sicherlich die meisten Deutschen auch nicht. Und dass wir am Angriff gegen ein anderes friedliches Land, gegen Syrien, beteiligt sind, das, glaube ich, hatten die Wähler auch nicht im Sinn. Wenn das jetzt also passiert, ist das ein Akt, der gegen die Demokratie gerichtet ist. Und das zeigt, dass wir im Moment in einer Tyrannei leben. So gut sich das manchmal hier vielleicht auch anfühlen mag. Also das mit der Tyrannei finde ich ein bisschen übertrieben, weil es war ja schon immer so. Es war schon immer so. Also bisher gab es richtige Tyrannen, also gab es eben offizielle Könige. Die waren dann sozusagen die Obersten und das hat sich inzwischen ein bisschen demokratisiert, das ist, die Macht ist schon ein bisschen mehr nach unten gegangen. Jetzt hat man zumindest formal das Recht. Das formale Recht wird dann dadurch umgangen, dass halt dass alle möglichen Leute sich dagegen verhalten. Und jetzt, man kann natürlich das Recht kann man versuchen einzuklagen, aber beim Völkerrecht funktioniert das bei Deutschland nicht, weil das halt Völkerrecht, das ist zwar so, dass ein Angriffskrieg mit 10 Jahren Gefängnis bestraft wird. Mindestens 10 Jahre Gefängnis, aber es läuft über ein Konstrukt, dass es halt nicht geht. Man kann diese Anklage nicht durchführen. Wenn die gegen die Regierung kann man nicht klagen. Also das ist schon, du hast schon völlig recht, dass eben sich verschiedene Rechtssysteme einfach gebrochen werden.
Und dann muss man halt gucken, ob man mit dem Recht, man kann ja dann klagen, aber dann wird die Klage halt nicht angenommen. Oder man klagt, man kann aber auch am Europäischen Gerichtshof klagen und so weiter. Man kann schon, es gibt schon eine bisschen Gewaltenteilung, und wenn das Gericht etwas spricht, dann wird das auch durchaus berücksichtigt. Also von daher, es ist schon so, dass es nicht mehr eine klare Tyrannei ist, dass einer sagt, wo es lang geht und die anderen haben zu gehorchen, sondern es gibt eben eine, es ist so mehr eine Oligarchie, gell? Und die Masse hat sozusagen die Möglichkeit, was zu machen, aber sie macht nichts, weil sie halt dumm gehalten wird. Das ist halt, aber das liegt halt auch ein bisschen an der Masse, das liegt auch ein bisschen an den Leuten, dass sie sich so das einfallen lassen. Und im Prinzip müssen wir halt sozusagen anfangen, die Leute dazu zu kriegen, dass sie ihre eigenen Interessen vertreten. Und zum Beispiel, dass sie diese wahnsinnigen Rüstungsausgaben halt einfach Quatsch. Das würde uns allen besser gehen, wenn wir nicht so viel für die Rüstung ausgeben würden. Ja, das stimmt, Herr Mut. Die Masse müsste natürlich auch was machen, die meisten Leute. Und wir kriegen ja leider keine vernünftigen Informationen von unserer Presse. Zumindest hat man das Gefühl, dass sehr vieles von der Wahrheit weggelassen wird. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschehnisse von vor 70 Jahren, wenn wir unsere Eltern fragen, sag mal, was war denn damals, warum habt ihr denn nichts gegen die Ermordung der Juden getan? Dann sagen die, ja, tut uns leid, wir haben nichts davon gewusst. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass unsere Regierung irgendwas tun würde, was nicht rechtens war. Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass unsere Regierung einfach so Leute ermordet. Das stand auch nirgendwo in der Zeitung. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass uns das Gleiche nicht auch passiert. Dass wenn die Leute uns fragen, dann, wenn diejenigen, die jetzt alle zu uns kommen, wenn die dann Deutsch sprechen und uns dann fragen, sag mal, wieso habt ihr unser Land eigentlich damals bombardiert, unser Syrien? Das war doch so ganz schön, wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Und wir müssen dann sagen, tut uns leid, bei uns stand in der Zeitung, dass das eine humanitäre Maßnahme ist. Und dass wir da den IS bekämpfen. Wir wussten ja nicht, dass eure Städte bombardiert werden. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber in diese Falle laufen, dass wir einfach blind durch den Tag gehen und nicht merken, was für Verbrechen in unserem Namen begangen werden. Ja, es ist so, man muss sagen, oft werden wir für dumm verkauft. Es wird vieles an Meldung weggelassen, was auch wichtig ist. Es gibt ja schon den Slogan, Gnipkes macht um 8. In der Tagesschau, Gnipkes macht um 8 heißt das. Ja, da wird nur kommentiert und für gut befunden, was im Mainstream liegt. Will ich mal das Wort gebrauchen. Ja, das ist schwierig. Und das ist wirklich, ich sag's nochmal, das Wort raus aus der NATO, kein Gott zwingt uns dazu, in der NATO zu bleiben. Das sagen auch die Freidenker, die uns im Grunde genommen auch sehr nahe kommen in der Meinung, wie man zum Frieden kommen kann, und zwar weltweit. Und wie die Ausgaben für Krieg oder Kriegsvorbereitung, wie die auch minimiert werden können. Es ist ja jetzt so gewesen, dass in Island ein spanischer Flieger eine Rakete irrtümlicherweise gezündet hat, und die hat sich dann selbst zerstört oder ist selbst zerstört worden. Der Mechanismus dafür ist in Gang gesetzt worden. Und ist dann 70 Kilometer vor der russischen Grenze runtergefallen, hat einen Waldbrand verursacht, der bis Donnerstagabend auf jeden Fall noch nicht schlecht war, Freitag sicherlich auch noch nicht. Es beeinträchtigt also viele Menschen auch auf der anderen Seite. Und hinterher sagt dann die NATO, es ist ja nicht weiter schlimm, jetzt werden die Russen wieder kommen und werden sagen, wir bedrohen sie. Ja? Und der Ministerpräsident von Island, auch der Meinung, dem wurde dann schon gesagt, ja, wenn die bei ihm ins Fenster beim Büro eingeschlagen wäre, dann wäre er sicherlich auch noch der Meinung, das ist nicht weiter wild, dass da solch ein Fehler passieren kann. Wäre im Grunde genommen nicht nötig, die Region Ostsee dort oben
ist friedlich und nur durch die NATO wird dort Aggressivität hingebracht und entfaltet sich dort. So. Vielen Dank. Ja, mir fiel gerade noch was ein zu dem Thema. Also es hieß, die Meldungen werden weggelassen. Ja, das sind die Mainstream-Medien, die diese Melden weglassen. Im Internet ist natürlich alles. Internet ist natürlich sehr viel, aber man muss halt dann auch wissen, wo man hingucken muss. Also von daher, und das kann man, also das wissen natürlich ein paar Leute hier, wo man hingucken muss. Und zum Beispiel Rubicon. Ja? Rubicon ist eine Internetzeitung, die sehr gut ist und wo man andere Nachrichten bekommt, ist auch nicht unbedingt 100% richtig. Jeder hat 10% Fehler. Auch was ich sage, ist sicherlich zu 10% falsch. Gell? Wobei ich aber anderen Leuten mehr 90% unterstelle. Aber das ist natürlich die Meinung des anderen, ist natürlich ganz anders. Das heißt, man muss mit allen Leuten diskutieren, um irgendwie an die Wahrheit ranzukommen. Und man muss eben diese Verfälschungen, die jetzt im Moment gezielt laufen bei den sogenannten Mainstream-Medien. Da muss man natürlich eifrig, kräftig gegen vorgehen, aber es ist natürlich eine Revolution. Man muss dann richtig schön andere Parteien wählen oder man muss diese Sache so in den Vordergrund stellen, dass die Leute nicht mehr anders können als diese den Parteien. Zum Beispiel, dass man sagt, in der Zeitung müssen zwei Seiten, die werden gestaltet von Zivilgesellschaft. Und zwar von großen, alten Zivilgesellschaftsorganisationen, vielleicht 5 oder 6, die dann zusammen eine Komitee gründen und die zwei Seiten allgemein der Zeit aller Zeitungen gestalten. Einfach, und dann können die anderen, die können dann schreiben, was sie wollen. Aber zwei Seiten müssen sozusagen objektiv von diesen Zivilgesellschaften gestaltet werden. Das wäre so eine Geschichte, die ich mir gut vorstellen könnte, wie man dagegen vorgehen kann. So, ja, okay. Hat jemand noch was? Will jemand noch was? Und sonst sehe ich im Moment keinen mehr. Jetzt haben wir 12 Uhr, wir haben eine Dreiviertelstunde diskutiert. Sollen wir in der Pizzeria weiter diskutieren? Okay, dann würde ich sagen, dann schließe ich hiermit sozusagen die Veranstaltung. Wir treffen uns nächsten Samstag wieder. Nächsten Samstag bin ich nicht dabei, aber es wird sicherlich trotzdem laufen. Also nächsten Samstag zwischen 11 und 12 findet dieses Treffen wieder statt. Okay. Irgendjemand noch was sagen? 1, 2, 3? Nein. Okay, das war's. Tschüss.